Fünftes Kapitel. Beinahe geplatzt. Am Morgen erwacht Palle von Musik. Fjodor liegt auf dem Sofa und singt. Sein Schwanz bewegt sich im Takt mit der Musik. Vorsicht, Fjodor, sagt Palle. Denk dran, was gestern passiert ist. Aber Fjodor hört nicht auf ihn. La 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 la, du bist meine Rosenblüte, singt er und schwingt noch etwas mehr mit dem Schwanz. Papa sagt, du sollst Ruhe halten, sagt Palle. Du darfst nicht mit den Flossen wedeln, mit dem Schwanz schlagen oder frieren. Du musst viel schlafen und Wasser trinken und Lebertran nehmen. Sagt dein Papa das alles da? Sagt Fjodor nur. Ups. Da haut Fjodor Palles Sparschwein auf den Fußboden in Scherben. 1 Kronenmünzen und 10 Kronenmünzen und zu kleinen Vierecken zusammengefaltete Geldscheine fliegen über den Fußboden. Also, wirklich, sagt Fjodor, das war jetzt gar keine Absicht. Aber mit all dem schönen Geld können wir ja einen Ausflug in die Stadt machen, sagt er und rutscht vom Sofa runter. Papa sagt, du sollst Ruhe halten und du sollst Lebertran nehmen und Papa, 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 schnaubt Fjodor, du Papakind. Palle ist ziemlich sauer, aber Fjodor sieht tatsächlich viel besser aus. Seine Augen sind ganz munter und er hat Farbe in den Flossen bekommen. Ein bisschen frische Luft hätte dir vielleicht ganz gut, sagt Palle. Aber dann musst du dich gut anziehen, mit einem Wollschal und einer Mütze. Fjodor wird plötzlich ganz rot im Gesicht. Das sieht aus, als ob er überkocht und gleich platzt. Ich will in die Stadt, heult Fjodor. Er schlägt mit dem Schwanz und den Flossen, dass das Geld von Wand zu Wand fliegt. Mütze und Schal kannst du selber nehmen. Pass auf die Flossen auf, sagt Palle ängstlich. Aber Fjodor schreit weiter laut und schlägt mit dem Schwanz und den Flossen, bis Palle Kopfweh bekommt. Palle hat all das Gequengel langsam satt. Und wieso soll eigentlich er immer tun, was Papa sagt? Also gut dann, sagt Palle, wir fahren in die Stadt. Im Bus geht der Ärger weiter. Fjodor lacht über die Nasen der alten Männer und zeigt auf die Brillen der alten Damen. Palle tut, als ob nichts wäre. Aber als Fjodor einer alten Dame den Hut wegklatscht, muss Palle lieb um Entschuldigung bitten. Jetzt führst du dich aber ordentlich auf, sonst bringe ich dich ins Aquarium, sagt Palle laut. Und alle Fahrgäste nicken und schauen Fjodor streng an. Das ganze Leben in einem kleinen Wassertank zu wohnen, ist wohl das Letzte, was ich mir